Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Mit diesen Worten von Dietrich Bonhoeffer begrüße ich Sie und euch alle ganz herzlich hier in der Philipp-Nikolai-Kirche in der Kar- und Osterwoche. Schön, dass Sie da sind, auch wenn wir uns nicht hier versammeln können, weil alle Gottesdienste untersagt sind. So möchten wir trotzdem im Herzen und im Geist Jesu Christi zusammen sein, hier in diesen Kar- und Ostertagen. Und auch wenn wir nicht wie immer zusammen feiern können, so ist doch gerade das Abendmahl, das Zusammenessen und miteinander feiern und das Beten und Singen etwas, das uns verbindet und was wir auch miteinander tun können, auch in diesen Corona-Zeiten. Jesus hat immer wieder mit seinen Freundinnen und Freunden Abendmahl gehalten. Er hat gegessen, gefeiert. Sie haben über all das geredet, was sie belastet und was sie gefreut hat. Und so können wir das auch tun in diesen Tagen, am Karfreitag um 15 Uhr, wenn die Sterbeglocke läutet für 10 Minuten. Dann können wir Brot und Wein oder ein Glas Saft auch zu Hause in unserer Hausandacht miteinander teilen. Und wir verbinden uns miteinander. So tun wir das auch mit der weltweiten Christenheit, die in diesen Tagen sich auf Ostern vorbereitet. Ich wünsche Ihnen gesegnete Kar- und Ostertage. Diese Andacht in der Karzeit. Im Namen Gottes, der uns das Leben geschenkt hat und zu dem es auch wieder zurückkehrt. Im Namen Jesu Christi, der uns zur Seite steht wie ein Bruder und Freund in schweren und guten Zeiten. Und im Namen der Geisteskraft, die uns immer wieder stärkt und aufrichtet und lebendig macht. Im Psalm 22, dem Sterbepsalm Jesu, den wollen wir jetzt hören. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht und des Nachts finde ich keine Ruhe. Unsere Väter und Mütter hofften auf dich und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe. Denn es ist hier kein Helfer. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke eile mir zu helfen. Amen. Wir wollen jetzt all unseren Dank, aber auch unsere Klagen über das, was das Coronavirus auch an Leid und Sorgen und Ängsten bei uns und allen Menschen verbreitet hat, wir wollen all das vor Gott bringen. Lasst uns im Gebet beieinander sein. Herr, unser Gott, wir klagen über das Leid, dass das Coronavirus hier in allen Teilen dieser Welt verbreitet. Wir denken an die Menschen, die schwer erkrankt sind. Wir denken an die Menschen, die gestorben sind. Wir denken an die, die Angst haben vor dem, was kommt. Wir bringen unsere Klagen vor dich. So bitten wir dich heute für alle Menschen, die in den Arztpraxen und Krankenhäusern tätig sind. Für die Männer und Frauen, die für die medizinische Versorgung und die Pflege verantwortlich sind. Wir bitten für alle, die in Staat und Gesellschaft besondere Verantwortung tragen, für alle Schutzmaßnahmen. Wir bitten für alle, die unter den wirtschaftlichen Folgen der Quarantäne leiden.
Wir bitten für alle, die in Lebensmittelgeschäften und an vielen Stellen unsere Versorgung aufrechterhalten. Trotz aller Gefahr, gib uns das Vertrauen, dass du uns niemals loslässt. Und in Gedanken denken wir an all die Menschen und Anliegen, die uns selbst auf dem Herzen liegen. Gott, nimm unsere Gebete an und lass uns Botinnen und Boten deiner Zuversicht und deiner Hoffnung und Liebe werden. Eile, guter Gott, uns zu helfen. Und alle Gedanken, die uns jetzt bewegen, nehmen wir mit hinein in das Gebet, mit dem Jesus Christus uns immer wieder zum Beten ermutigt hat. Und wir beten gemeinsam weiter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch und der ganzen Welt seinen Frieden. Amen.